Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan The Newbies. Ja, dieser Clan hier, The Newbies, der wurde schon mal von einem anderen YouTuber vorgestellt. Ich sage nur als Stichwort Folge 95. Also hier war schon mal jemand tätig, aber das macht ja nichts. Ich bin hier nicht eingeladen worden. Wie es dazu kam, sehen wir einfach, während ich hier ganz easy peasy mal den letzten CK zeige, also 70-53, richtig krass gewonnen hier, obwohl wir an der Stelle hier unten 3 RH8er hatten und der Gegner hatte an der Stelle 3 RH9er. Das wurde aber richtig klasse taktisch hier kompensiert von dem Clan. Und das freut mich natürlich am meisten, dass wir das so stark aufgeholt haben hier und so gute Angriffe hingelegt haben, dass wir das noch aufgeholt haben. Also eigentlich minus 6 Angriffe hätte ich mal so, oder so will ich es mal sagen. Und ich starte hier mit It's Ego, nämlich mit einem Angriff vom Avatar auf die Nummer 22. Das war mein erstes Ziel. Das war, ja, es war nicht vorgegeben, sondern vorgegeben waren 3 Sterne auf ein RH9er. Und da liegt es natürlich bei mir immer sehr, sehr nahe, dass ich hier gegen einen RH9er kämpfe, ja, der seine Lars so relativ stark verteilt stehen hat. Denn mindestens 1 oder 2 nehme ich ja mit. Den Feger vielleicht noch, die Queen vielleicht noch. Und ich glaube, die Seite war von mir, ja, sie war, glaube ich, ganz gut gewählt. Bin gut reingekommen hier mit meinem Mauerbrechern-Sprung. Konnte ich jetzt schon mal weit reinsetzen. Also hier gibt es da so einen kleinen Gang an der Luftabwehr und an dem Feger, wo jetzt meine Golems weiterlatschen und auch der Rest meines ersten Trupps hier, also mit den Bowlern, dem King und der Queen im Nacken, geht sie schon mal richtig tief in die Base rein. Und ja, eigentlich eine Luftabwehr zu viel geschafft, nämlich die hier, die jetzt nämlich jetzt fällt. Dadurch hatten meine Hunde dann natürlich einen richtig weiten Weg dann vor allen Dingen zur zweiten La. So musste ich hier so ein bisschen mit meinen Eilzaubern nachhelfen, dass die Loons auch nachkommen. Denn nur die Hunde da, die nutzen dir natürlich nichts. Da wird natürlich auch drauf rumgeschossen, aber ihr seht das schon hier, relativ dominanter Angriff von mir auf die Nummer 22, auf den Tobias 97. Und ja, warum es eigentlich zweimal Toto hier in dem Clan gibt oder gab, das werdet ihr auch noch sehen. Das werde ich euch im Laufe dieses Videos erklären. Also das ist ganz, ganz witzig gelaufen, ist auch immer ein Zufall. Ja, also es ist echter Zufall, dass es hier zweimal ein Toto gibt, denn manchmal war ich auch ein bisschen verwirrt, so nach dem Motto, wenn hier einer ruft, ey Toto, ja, dann sind hier plötzlich immer 2 ans Rohr gegangen, nämlich ich als Toto Clashed und noch jemand anders, der im echten Namen Toto heißt. Also Glückwunsch, da hast du den richtigen Namen ausgesucht. Meiner ist ja nur spitznämig von meiner Familie mal irgendwann auserkoren worden und so habe ich ihn übernommen. Aber wir schauen hier den Angriff von Nummer 18, den Passi auf die Nummer 18, auf den Kritzelstift, so heißt es sicherlich. Der Passi ist auch derjenige gewesen, über den ich meinen Kontakt hier in diesem Clan bekommen habe, denn er hat mir unter einem meiner Videos einen total netten Kommentar geschrieben. Den konnte ich, denke ich mal, auch noch nett erwidern. Zu dem Zeitpunkt war der Clan allerdings noch 50-50 voll hier vom letzten CK. Und ich habe dann erstmal geschrieben, Mensch, Clan ist ja voll, wie sollen wir es machen? Und zufällig war da bei mir am letzten Samstag in meinem Livestream auch mit einem seiner Leader hier und da haben wir es quasi, ja, online geklärt. Eben mal online geklärt, dass ich hier, nachdem ich bei meinem anderen Gastclan fertig bin, also fertig gekämpft habe, fertig gedreht habe, in diesen Clan gekommen, war jetzt, ich glaube, einen halben Tag verspätet. Das machte aber nichts, denn der Clan hier startet erst abends um 11 die CKs. Das kommt mir natürlich als Spätabendspieler und, na, ich hätte nicht gesagt Nachtspieler, aber schon sehr Spätabendspieler, sehr, sehr entgegen, was dann Angriffe angeht. Und deswegen nochmals danke hier an den Passi und an den Leader und an den Co-Leadern hier von diesem Clan für die freundliche Einladung und auch für die freundliche Weiterbleibe hier, denn ja, ich bleibe hier einfach weiter, denn mein King braucht noch so ein paar Tage, um seine Heldenlevel zu machen und solange wie der braucht, ja, kann ich natürlich hier Clankriege spielen, gar keine Frage. Wo ich das letztendlich mache, ist mir letztendlich egal. Ich weiß nicht, die Tutorials haben
Ja, im Moment ein bisschen wenig R9er. Also da suchen wir natürlich im RH9-Bereich ganz stark. Im Moment wieder vor allen Dingen nach meiner Aktion von gestern. Und trotzdem freut mich, dass das hier die Taktik so gut war, dass wir hier ja eigentlich tolle Angriffe hingelegt haben. Also nicht nur der Passi, ich, sondern auch wirklich alle anderen. Ich kann ja nicht alle Angriffe jetzt zeigen hier vom von meinem Clan hier den 25 Angriff in eine Folge packen. Das geht einfach nicht. Aber wir gucken hier dem, da ist er, da ist der Toto, da ist Kiezematze, so heißt er. Das ist nämlich der, der im RL Toto heißt hier. Und deswegen gab es auch mal die Verwechslung. Aber wir hatten hier zu Dreiviertel des CKs schon die Chancen, dass es sowas hier gibt, nämlich 1 macht 13. Und zwar richtig, richtig nett hier. So wie es sich eigentlich gehört. So ein schöner Maxed Out RH11 plättet hier eine RH10 Base. Also da musst du schon eine sehr, sehr gute Base haben, die solche Truppen hier dann am Ende auch deft. Das ist schon richtig, richtig schwer. Und das ist also mein, ich will es mal so sagen, in Anführungsstrichen, Namensvetter hier. Also auch guter Kämpfer, hat hier dann danach auch nochmal einen Dreier auch wieder auf eine RH10 Base gelegt, denn man hat hier dann auch am Ende nach wie vor die Sterne verfolgt und nicht irgendwo den Lot. Und deswegen ist das auch ein 70-53 geworden hier. Und nicht nur ein 60-53 hätte es auch werden können, wenn alle anderen am Ende nur noch auf Lot gegangen wären. Das hätte vollkommen gereicht. Aber nein, auch hier stehen die Sterne im Vordergrund und die holt sich der Toto hier richtig gut gegen den 13, wie ist das, Doppelpunkt SK, früher hieß das Schrödkommando, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Die waren mal ein ganz starker Clan im Bereich von Quake 3 und deswegen kenne ich dieses, ja, ich kenne dieses SK halt noch aus etwas älteren Zeiten, aber ich wollte euch, ich muss mal eben schauen, ich wollte euch den Angriff hier zeigen vom No-Kern auf den Sanya vom 18 Fighter, also auch hier ein RH11 auf RH11, auch Maxed Out RH11. Die Base ist jetzt noch nicht ganz Maxed Out, aber ich denke mal, so einen Angriff hier können wir immer gerne mit reinnehmen, denn wenn du höher gehst, das heißt also 7 auf 5, dann ist das schon gut, ist das schon sehr, sehr stark. Das verschafft einem immer so ein bisschen Luft nach oben und ich war total beeindruckt, wie die Truppen hier sich hier durchfressen durch diese Base hier. Auch wurden jetzt erst sehr, sehr spät gezündet. Hat immer noch einen Wut parat. Jetzt, denke mal, der kommt jetzt auf die Stoßtruppe da vorne bei den Bowlern. Ja, genau so ist es auch. Und Warden noch im Nacken. Das heißt, alle haben so ein bisschen mehr Healpoints. Die Queen ist auch wieder im Kreis des Wardens. Hat also auch noch ein bisschen oder ein paar Healpoints mehr an der Stelle. Und dann ist das hier echt ein super Dreiständer gewesen. Von 7 auf 5, also wirklich, wirklich krass agiert hier. Taktisch sowieso echt gut. Ich meine, so ein bisschen kam einem das entgegen, dass der Gegner dann so ein bisschen suboptimal angegriffen hat. Obwohl man sich viel, viel mehr davon versprochen hat. Denn die über 320 CK-Siege von den U18 Fighters sind ja auch nicht von irgendwo hergekommen. Ja, die werden ja auch nur irgendwas gemacht haben. Vielleicht hat die Mannschaft da mal gewechselt oder so, aber teilweise wurde hier doch ziemlich viel verbockt oder gut gedefft. Ja, das kann man immer sehen, wie man will. Und weil wir schon hier oben sind, will ich auch den Angriff vom Jabba hier zeigen. 4 auf 1, also auch hier ein bisschen höher gegangen. Natürlich spielt sich hier oben in den Bereichen alles im High-Level Content ab. Also auch hier Maxed Out Helden, Maxed Out Truppen. Durch die Bank weg, also egal, ob das jetzt die Mauerbrecher sind, die da nachher erst gekommen sind, nach dem letzten Update, oder auch die Heiler. Das Zeug ist hier komplett Max, das heißt nicht das Zeug, sondern die Truppen. Und wir genießen hier den Angriff nochmal vom Jabba auf die Nummer 5, auf den Clash, so soll es sicherlich heißen. Wie gesagt, ich freue mich einfach, dass ich hier mit fighten konnte und auch nach wie vor jetzt wieder im neuen CK mit bin. Also der Clan ist ja hier auf einem harten Weg zu Level 13 vor allen Dingen, was ich auch
ich finde schon wirklich sehr, sehr nett. Schade, da hat er die Queen leider verpennt. Macht aber an der Stelle nichts. Die Heiler machen jetzt die Queen hier. Nee, machen sie natürlich nicht. Sondern sie heilen erstmal weiter hier die Riesen. Und jetzt kommt er hier mit dem Bola-Pack über diese Ecke hier rein. Aber die Ecke wird auch gleich gerade, wenn da oben nämlich das Lager fällt. Dann ist der Funnel hier. Und da oben fällt nämlich jetzt das Lager. Und jetzt ist der Funnel da. Jetzt geht nichts mehr nach außen. Alles geht nach innen rein. Und für den Finish hier hat er noch die Walküren. Aber er hat schon gesehen, dass viele, viele Truppen in die Mitte gingen und hat die Walküren erstmal, ich hätte fast gesagt, einfach mal so mit reingesetzt. Denn die sorgen hier am Ende nochmal richtig für Prozente. Das kannst du ja auch nie genau planen. Wie gut ist dein Killsquad, also deine ersten Truppen mit Queen, King, Warden und dem Rest. Hier war es einfach stark genug, dass das Rathaus schon gemacht wurde. Und so schnellen sich hier die Walküren einfach noch den ein oder anderen Prozent, also 57 hier, richtig krasses Ding. Ja, das ist eigentlich von mir gewesen. Ich bleibe noch weiterhin im Clan. Mal schauen, wo unsere Reise hier hingeht, denn wir sind nicht mehr weit entfernt von Clan Level 13. Da gucken wir mal, ich würde gerne mithelfen, hier schöner Zweier Windstrike hier. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank an die Clanführung hier, dass ich hier weiterhin dabei sein darf. Würde mich freuen, wenn wir hier weiter das Ding rocken. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.